Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der KTM und Thüringen. Wir werden erstes Mal das Fahrzeug warten. Die Reparatur durchführen. Das geht nur lackieren. Das tun wir immer nicht. Jetzt werden wir gleich Sarkot auffüllen und gleich ändern auf Raps. Ja, Raps werden wir machen. Raps hatten wir nicht. Doch ein Feld. War das Grunde hier egal, weil wir haben nicht die große Auswahl. Das ist Dünger. Vertausche immer wieder. Sagt gut, auch hier dran, sagt gut. An der Flitzer, sehr gut. Ja, jetzt wo ich sehe. Peinlich, aber gut, egal. So, dann brauchen wir gleich den nächsten Traktor. Dann nehmen wir den. Den grünen da, fällt mir gerade ein, John Deere. Mal den Deckel zumachen hier bei den Regen hier. Aber der Regen passt, ich meine zur Aussaat. Also wenn der Boden zu nass ist, geht es normalerweise auch nicht. Das ist abhängig jetzt von der Bodenart. Ist es schwerer Lehmboden, dann geht es garantiert nicht. Ist es Sandboden oder so kiesmäßig? Ja. Man macht es eigentlich nicht normalerweise. Wir können eigentlich rauffahren. Der Kahlstreu ist bei 37%. So viel noch drin. Also das machen wir bestimmt mehr. So. Gehen wir gleich in den nächsten rein. Der können wir gleich den ersten gleich nehmen, rechts. Den Bessie Ferguson muss von höchsten Umrüsten auf. Da haben wir nicht noch einen irgendwie. Der gelbe fährt aktuell den Überladerwagen. Und der andere, der Fendt, fährt den Düngerstreuer, den Kalkstreuer. Oh, erstmal Dünger. Liegt hier so rum. Geh auf. Also so kriegen wir den nächsten weg. Wir könnten zwar auch Silo rein. Einstellen, dann wird er auch leer werden. Das wollte ich eigentlich leer, so leer machen, dass er den Punkt reinfällt, aber das wollte er irgendwie nicht. Gut. Dünger ist drin. Geht gleich zum Silo auffüllen. Dann sehen wir morgen Verband aus. Oder sobald wir alle vier voll haben. Und der mit dem Kalken fertig ist. So, nun gleich den letzten. Den stellen wir gleich um auf Raps.
Ich kenne mich am besten, ruckzuck vergessen und dann nächsten Tag. Oh, Scheiße. Grasrinne. Die Gefahr ist noch nicht vorbei, ist auch nicht fertig. Ja, ausklappen ist gut, ist wahnsinnig. So ein sauberer heute, da haben wir richtig Schwein gehabt in unseren Sonnenblumen. Weil er meldet mich morgen auch wieder Regen an. Boah, das wäre der Hammer gewesen. Der Hammer in der Beziehung, dass wir entsprechend, ja, es wäre verbockt, die Ernte. Auf gut Deutsch. So, zweiten. Der ist da hinten, das sind 1, 2. Ich will noch einen blauen haben. Das ist der blaue beim Händler. Richtig. Den reparieren wir auch nicht gleich. Beziehungsweise fahren wir rüber. Normale Bereifung, ne? Sehe ich, das ist Verkaufspunkt. Das war nicht markiert, ich glaube, das war hier vorne. Ja, reparieren. Vielleicht konfigurieren. Und da geht mir das, das ist ja komisch. Das ist ein Witz. Wenn er hier nicht will, dann machen wir es noch auf. Ja, doch. Machen wir im Hof. Da geht's mit Tappen. Hier haben wir einen Düngerschalter über den neuen. Pausen. So. Auf geht's! So. Es regnet, es regnet. Fast wie Bänden fahren. Ich habe noch einen Mod draufgenommen mit Bewässerung. Vielleicht mal sehen, ob wir einen Brunnen bohren müssen oder Kabel legen müssen zum kleinen See. Wäre hochinteressant. Wenn es mal lange vertrocknet ist. Ob sowas bringt, weiß ich nicht, aber mal sehen. Steuerseile und Traktor reparieren. Gewicht haben wir repariert. Traktor nicht. Was macht der Kalbstreuer? Fast leer. Das passt gerade so. Sind gerade die Ecke. Gleich rüberlaufen.
Leute, da sieht praller Schnee aus. Aber doch so warm mit 13 Grad. Aber auf dem Kalkfeld sieht es aus, ne? Dann kann man grob sagen, hat 3 Ladungen Kalk für diesen Feld. Naja. Dann jetzt im Kreis. Wäre noch was für Intelligenz, wenn ein Prinzip jetzt noch die Planer alleine auch machen würde, ne? Aber ist einfach noch die jetzt zu viel verlangt. So. Entlassen. Ah, das geht zum Glück ziemlich schnell. Und den Überlader mit Kalk auffüllen, das geht erst, seitdem der Mod da ist. Er braucht noch 30 Minuten noch. Naja, ziemlich groß. Heftig, Junge, heftig. 43 noch. Boah, Staub. Gut, dass wir keinen mit Geruch und Dings hier haben. Dann mal gleich neu holen. Denn der dauerte wieder lange, bis er wieder voll ist. Ja, aber nächstes Mal 2 fahren lassen. Dann haben wir jetzt 2. Und den überlege ich mir eigentlich den anderen, ob ich den nicht als Düngerstreuer einsetze. Ob das nicht funktionieren würde. Zumindest morgen. Hier fällt das Feld rechts ist recht groß, das wird mich reizen. Und damit Weizen, da kannst du fahren bis zum Ende. Schluck auf. Ja, dann könnte man eigentlich versuchen, ne? Das klappt. Das weiß ich. Müssen wir auf Feld 2 probieren. Ja, dann müssen wir auch auftragen. Ach, wir haben mal Dünger hinten so liegen, stimmt ja. Volle Bereifung, Breitreifung, oh je. Aber das macht nichts. Wenn lange nichts gewachsen ist, geht's. Wollte ja auch kalt normalerweise. So. Rein mit dem Dünger. Oder jetzt der Klump wahrscheinlich. Haben wir 1000er Big Packs? Oh ja. Von 80er. Was kriegen wir diesen leer?
Wir haben noch einen Vater da hinten. Können wir auch noch nehmen. Hier war so ein Gras gewachsen, ist ja der Rand. ja, ist ja der Rand. Jetzt wo du den Big Krone als Update gibt, wäre das fast reizbar. Mit 13 Meter auf der Fläche. Und gleich Ballen fertig machen. Aber da kostet auch Vermögen, das ist das Problem. So, Mehlwerk kostet nur einen Bruchteil. Steht da nachher los rum. Aber wir sind fast aufgeräumt. Jo, mächtige Dellen gebaut hier. Wer war das bloß? Aber ich überlege beim nächsten Mal auch dazu nicht zu nehmen. Obwohl das Silo ist eigentlich schlecht. Das funktioniert. Sieht gut aus. Aber wir haben hier keinen Multifrucht. Man kann auch Kalk reinfahren und so ein Zeug, alles, das geht alles. So. Regen, Regen, Regen. Mal ganz kurz schauen, ob das funktioniert. Ob sie eine Verfärbung ergibt, dann muss sie ja dunkler verfärben. Jupp, dann geht's auch. Dann haben wir gleich den anderen Fahrzeug runternehmen. So. Sollte hier auch nicht funktionieren. 12. 2. 35 Meter, ne? Jetzt geht vorwärts. Letzte Folge gesagt, dass wir mit der Ausfahrt beginnen. Naja, gut. Lag ich ein bisschen daneben. Zeit brauche ich 20 Minuten. Feiern ist gut. Aber dauert so lange. So, gedüngt, 2 Stufen. Super. Da muss ich auch noch mit Kalken fertig machen. So viel Arbeit. So, gut, er düngt immer. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Leider hat es mit dem Aussagen auch nicht geklappt. Aber wir kalken ja auch noch. Naja, ich hoffe, in diesen Aufnahmesessionen, um das nicht so sehr festzulegen. Dann werden wir Füße und Gewinkel. Ciao, ciao. Hoffentlich sieht man sich wieder. Ich sage mal reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.